Hallo und herzlich willkommen zurück zu FIFA Let's Play FIFA 13 und ein Zeppelin fliegt rein. Yeah. So, was wir eigentlich machen wollten, hier die ganzen Trophäen, nämlich das ist ja eigentlich die 100%, was ja eigentlich gesagt wurde, was wir alles machen wollen. Ja, 20 haben wir von 30 auf ab aufs Feld, aber das werden wir wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen als alles andere. Dann haben wir 16 von 20 bei Aup auf die Straße. Trainermodus haben wir 25 von 35. Dann haben wir von der Straße ins Stadion haben wir 20. Auch wenn der Trainermodus bisschen weniger ist. Und natürlich haben wir 4 von 5 auch beim Turnier. Drüsseln wir das mal lieber jetzt auf, dass wir das auch hier aufdingsen. Rund um die Welt gewinne jeweils ein Turnier in 3 verschiedenen Regionen. Das habe ich ja euch gesagt. Ihr könnt euch mal da entscheiden. Wir können außer Deutschland und Spanien und Frankreich und Italien, obwohl Italien können wir auch mal, außer Dänemark und Saudi-Arabien noch dazu, eigentlich jedes Land nutzen. Aber mal gucken, was ihr wollt. So. Dann, von der Straße ins Stadion, was haben wir da noch nicht? Wir haben da noch nicht Ruhm Level 7 zum Beispiel, 8, 9, 10 und den Verein, den großen, den kriegen wir wahrscheinlich im nächsten Jahr, nachdem wir Kopenhagen haben und 11. So, den Rest haben wir ja alles gemacht, der Trainermodus, den Trainermodus. Da haben wir ja so Sachen wie zum Beispiel verpflichte einen Spieler mit 85, machen wir ja mal mit Ibrahimovic. Dann wechsel den Verein, das wird dann der Fall sein für FIFA 14, welchen Verein wir dieses Mal dann nutzen sollten. Wie halt jetzt bei 12 oder 13, kaufe 5 Spieler, könnt ihr ja immer noch sagen, welche Spieler wir holen sollen. Momentan auf jeden Fall Ibrahimovic, den holen wir uns auf jeden Fall. Ja, ich weiß. Können wir jetzt... Okay. Dann mache ich hier mal kurz Stopp und wir sehen uns gleich wieder. Hoffe ich doch. So, da sind wir jetzt wieder zurück. Und ja, die Batterie müsste jetzt eigentlich funktionieren. Hole einen nationalen Pokal. Das schaffen wir ja sowieso mit dem Capital One Cup, der ja demnächst ansteht. 500 Popularität. Ja, gucken wir mal, was da so alles rausspringen sollte. Gesamtwert um 2 steigern, das machen wir ja mit Ibrahimovic sowieso. Dann haben wir Torschützenkönig werden wir auch und Trophäen aneinander folgenden Saison. Deswegen müssen wir ja 2 Saisonen spielen und nicht eine. Das ist ja die Sache. Erziele alle Saisonziele. Ja, komm, das ist auch ein Witz. Und erhöhe die in einer Saison dein Gesamt um 3, auch klar, und beende als Erster. Boah. Das sind halt alles Sachen, die man am Ende der Saison nur machen kann. Oder auch so mittendrin. Naja. So, dann gehen wir ab auf die Straße. Da könnt ihr ja auch noch sagen, was da so abgeht. Welche Vereine. Wir haben nämlich den Skorpion-Kick. Das dauert bestimmt ewig. Deswegen wird das letztendlich in die Länge ziehen. Den Tortyp, den machen wir ja mit den ganzen Partien. Dann den Straßentyp, den haben wir ja auch. Und die 50 Tore, die ergeben sich ja dadurch, dass wir die anderen beiden ja schon sowieso haben. Ja, so sieht's aus. Was haben wir denn noch? Da unten haben wir nichts mehr. Dann gehen wir mal weiter mit Ab aufs Feld. Ja, bei Ab aufs Feld, da haben wir das Gewinne im Elfmeterschießen. Das kann ja was werden. Der Koop-Modus. Ja, ich versuche mit irgendjemandem mal das hier zu gewinnen, diesen Koop-Modus. Dann ein ganzes Spiel außerhalb des Strafraums halten, wird auch nicht gerade das Einfachste. Ich hoffe, dass das irgendwie gelingen wird. Hoffe ich doch mal. Was haben wir denn noch für Kram hier? 99 Tore erzielen, ja, das wird auch längerfristig. 14 Hattricks und 10 Freistöße. Hier die 99 Tore. Längerfristig wird das alles machbar sein. Das ist ja wohl nicht der Sache. 20 verschiedene Stadien, 6-mal ein 6:0 erreichen und 5 erfolgreiche Grätschen. Das könnte sich auch in die Länge ziehen. Das werden wir wahrscheinlich sowieso innerhalb der nächsten Monate nicht schaffen. Oh, vielleicht doch, wer weiß. Wer weiß nicht. Ja. Dann spiele ein Spiel gegen jeweils einen aus jeder Region. Das werden wir auch wahrscheinlich schaffen. Warum sollte man das auch nicht schaffen? Darunter ist nichts. Und dementsprechend, weil das hier alles so toll ist, machen wir jetzt den Städtepokal.
Der Städtepokal, der Städtepokal. Und heute ist die zweite Runde mit dem Städtepokal. Gegen wen spielen wir denn mal? Gegen Phoenix können wir spielen, gegen Swania. Wir spielen gegen Phoenix. Ja, Phoenix, was ist da? Boateng, der beste Spieler. Marquisio haben wir noch dabei. Und Defoe. Ja, Fernando Torres haben wir noch dabei. Hier die ganze Aufstellung für die Leute, die auf jeden Fall mal die ganzen Gegner irgendwie aufstellen wollen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt in der ersten Runde, in meiner ersten Partie auch gemacht habe. Kann sein, kann nicht sein. Wenn nicht, ja, dann ist es halt so. Dann werden wir das wahrscheinlich später machen. Spielen wir mal in Weiß gegen die in Schwarz-Orange. Ja, völlig in Ordnung. Aufstellung habe ich ja schon gezeigt. Unsere Aufstellung ist die hier. Wir spielen nicht wirklich mit irgendeinem Stürmer, weil wir haben ja gar keinen. Wenn man es nimmt, da. Wir haben zwei Stürmer und dann ist das zumindest so, dass wir die Sache hier irgendwie wuppen mit Nani und Pirlo. Und Nani als direkter Stürmer, Pirlo als anderer Stürmer. Obwohl, ich glaube, im Verein spielen sie gar nicht so zusammen. Also, die spielen ja sowieso nicht vorne irgendwie. Die spielen als offensive Kräfte. Nun gut. Dann spielen wir jetzt mal das Spiel gegen Phoenix. Phoenix gegen SCK. Ja, falls einige das noch wissen, SCK ist für die SC Killers. Und Phoenix, FC Phoenix, Phoenix FC. Los geht's zumindest mit dem Spiel zwischen Phoenix und dem SCK. Oder auch nicht. Wieder diese Tastatur, es gibt's nicht. Oh, dass das passiert nicht so in diesem Spiel. Ist es natürlich immer. Ist immer so eine Sache für sich. Ja, geht doch, Mann. Willkommen aus dem San Siro. San Siro in Mailand. Ein legendäres Stadion. Hier wurden auch schon Spiele ausgetragen. Und wo man sagen kann, wow. Hochkaräter. So kann man das auch nennen. Hochkarätige Spiele. Schade, dass Italien jetzt in nächster Zeit keine EM austrägt. Hätte ja auch sein können. Wäre das Stadion wahrscheinlich einer der Top-Stadien gewesen. Also einer der Stadien, wo man sagen kann, wow. Obwohl das Stadion wäre wahrscheinlich das Finalstadion, das Stadion in beim AS Rom, bei Lazio und AS Rom. In Italien ist das ja so, dass sie sich die Teams diese Stadien teilen. Unter anderem halt der AC Mailand und der Inter Mailand spielen im selben Stadion hier. Und das ist fast die erste Chance. Irgendwie, ich glaube, ich rede schon wieder zu viel um den weißen Brei. Wir gehen los mit dem Spiel lieber. Hätte ja eben die Chance gehabt. Das gibt's nicht. Alonso. Zu Boateng. Ja. Nani. Pirlo. Dreht sich. Super gemacht. Pirlo. Sieht Nani, aber Nani im Abseits. Schade. Es wäre die 1-0 Möglichkeit gewesen. Aber der Torhüter hat ihn ja auch gehalten. Also, man darf nicht darüber weinen. Alonso. Gemacht. Fernando. Pirlo. Yaya Touré. Wieder zurück. Boateng. Vidal. Vidal ja auch mittlerweile in Italien, soweit ich weiß, tätig. Der war mal bei Leverkusen. Fernando. Nani. Nani. Und, na, und, doch. Nani trifft 1-0 für die SCK. Der Portugiese mit der 41 trifft. Schauen wir uns das Tor nochmal an. Ja, er versucht sich da jetzt durchzuwursteln. Schafft das auch gegen zwei Verteidiger, die nicht wirklich Ahnung haben von irgendwas. Und dementsprechend trifft er. Mit ein bisschen Rumgestocher passt's auch. Das 1-0 in der 23. Minute. Sergio, Sergio, Pfosten. Das hätte auch in die andere Ecke gehen können, aber da hat man ja mal Glück gehabt. Da hatte der Hart Glück gehabt.
Pirlo. Schön gemacht. Pirlo. Nani. Nani. Drüber. Drüber, drüber, drüber. Und jetzt sofort der gute Konter. Nein, Pepe hält es ab. Fernando zu Nani. Farfan. Yaya Touré. Fernando. Und gestoppt und Freistoß. Ja. Die darf man hier nicht an Freistoß lassen. Yaya Touré schießt ihn. Yaya Touré und Treffer. 2-0. Sowas nennt man eingeübt. Schauen wir uns das auch nochmal an. Er schaut, wer könnte jetzt nach vorne laufen. Sieht nicht den richtigen an, aber es ist nicht so schlimm. 2-0. 2-0. Jetzt können sie eigentlich das Ding runterspielen. Pirlo. Gut vorbeigegangen. Nani. Yaya Touré. Yaya Touré. Und dann macht er es jetzt auch so. Dann macht er es auch so. Er hätte abspielen können. Macht er aber nicht. Völlig in Ordnung. Denn das Ziel ist es ja, ins Tor zu treffen. 3-0. Und es kann bestimmt noch schlimmer kommen. Hart hält. Pepe. Fernando. Ambronesi. Noch nicht so viel am Ball gewesen heute. Nani. Bartstuber. Auch so ein klassischer deutscher Name. Bartstuber. Nani. Nani, super gemacht. Oben in die Ecke. Den hat er ganz fein und souverän gemacht, der Portugiese. Und das San Siro feiert ihn für dieses Tor. Schön oben in die Ecke reingezimmert. Mit voller Wucht hat er es. Das sollte er öfter zeigen. 4-0. Defoe. Oh, verliert den Ball sofort. Ja, Touré wie im Superdreieck. Defoe und Halbzeit 4-0. Ja, muss man was dazu sagen? Ich würde sagen, eine gute Begegnung. Zweite Halbzeit bitte. Die zweite Halbzeit. Ambronesi. Stoppt. Defoe jetzt. Gelingt den jetzt der Konter? Nein. Sofort gestoppt wieder. Und es geht wieder in die andere Richtung. Fernando. Farfan. Sollte zu Yaya Touré. Oh, der kommt auch im Nachhinein dort an. Durch einen Fehler. Nani. Yaya Touré. Und Pirlo. Dieses Mal wird nicht eigensinnig abgeschlossen, sondern abgespielt. Da sieht er ihn und dann macht er es einfach mal. 5-0. Eine Dominanz. Sergio. Torres. Nochmal. Torres. Scheitert und hart. Denkt mit. Läuft raus. Kriegt den Ball. Nani.
raus von den Drängen, dass man wenigstens hier Gegenwehr ein bisschen sieht. Von Phoenix. Vidal. Ja. Einwurf. Und aus dem Einwurf macht man was? Defoe? Nee. Hat bislang nicht viel gefordert. Es sind noch 25 Minuten zu spielen. Alonso. Ideal. Und ein Wurf. Fernando. Fernando sag ich schon. Alonso. Da hat man immer so eine Verbindung irgendwie im Kopf. Farfan über die Flügel. Nani. Den kriegst du nicht. Den kriegt er nicht. Oder? Das wäre doch zu viel dazu. Nakamoto. Jetzt die Passstaffette nach vorne. Pirlo. Nani. Na. Boateng. Marquisio. Zu Vidal. Alonso. Torres. Na, es geht einfach nicht. Es gelingt denen einfach nicht, das Tor zu machen. Pirlo und Freistoß. Torre versucht es. Halt über den Kleinsten. Und schafft es. 6:0. Das war höchstwahrscheinlich der Schlusspunkt. Denn so lange wird jetzt nur nicht gespielt. Guckt er sich nochmal an, wen kann ich denn am besten? Und dann sieht er, ja, über den Kleinsten und dann passt es. 6:0, 83. Minute, 7 Minuten plus Nachspielzeit. Ja, das wird knapp, das Ding noch aufzuholen. Torres. Ja, jetzt darf Hart auch mal mitspielen. Klärt ihn erstmal zu verfahren. Alonso. Verliert den Ball. Pirlo. So, Rafan wieder über die Flügel. Nein. Ambronesi. Nani. Und da ist das nächste. Einmal Moonwalk bitte. Und weiter geht's. Auch wenn er ein bisschen da anders feiert, aber das macht. Sieben zu null. Ja, das tut weh. Noch die nächste Möglichkeit zum 8:0. Aber Pirlo schafft das nicht. Oder vielleicht doch. Farfan jetzt. Kann reinflanken. Aber das schafft er jetzt nicht. Hier reicht er an Nani nicht, oder? Na, nein. Vorbei. Ende Gelände. Heute wird nicht noch ein Tor erzielt. So bleibt es beim Endstand von 7:0. Oh je, 7:0. Ich wäre nicht so gern der Gegner. Auf jeden Fall haben wir das Spiel gewonnen und wir sehen uns, hören uns dann zum nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Bis dann und tschüss.